Herzlich willkommen zu diesem Test. Wir haben von Minitrix die Startpackung Güterzug mit der Nummer 3x146 bestellt bei DM Toys. Und das Set sieht wirklich gut aus. Ihr seht gleich auch noch Nahaufnahmen des Zuges. Wir haben hier einen Güterzug mit zwei Wagen und es ist auch noch ein Bus dabei. Den Bus kann ich euch gleich mal zeigen. Das ist dieser hier. Der ist auch recht schön gemacht, finde ich. Ob man den jetzt unbedingt in der Modelleisenbahn-Startpackung braucht, lasse ich mal so dahingestellt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, der Aufbau des Sets ging recht einfach und recht gut. Der Zug sieht hochwertig aus und würde sagen, wir drehen auch gleich mal ein paar Runden. So, wir beschleunigen. Wir haben ungefähr die Stufe 2,5 von 4 möglichen Stufen auf dem Fahrtregler. Das bedeutet, dass ihr gar nicht so langsam rangieren könnt. Also ihr seht es hier schon, das ist schon relativ flott für die Spur. Langsamer geht mit dieser Lok leider nicht, egal ob man die Ladung entfernt oder nicht. Was auch ein kleiner Kritikpunkt ist, aber normal ist, dass das Licht im Moment kaum zu sehen ist bei der niedrigen Fahrgeschwindigkeit. Sprich, im Analogbetrieb müsst ihr schon richtig Gas geben, dass die Leuchte auch zur Geltung kommt. Wir sind jetzt bei Geschwindigkeit 3 von 4 angelangt. Wir geben mal Gas bis zur Höchstgeschwindigkeit. Ja, das ist doch recht flott, muss man sagen. Und wir führen mal den Fahrtrichtungswechsel durch. Also das funktioniert einwandfrei. Mein Fazit zu dieser Startpackung. Ihr erhaltet hier einen wunderschönen Zug. Die Lok ist wirklich sehr detailreich, hochwertig. Das passt alles. Kleines Manko, finde ich, ist, dass der Zug in niedrigen Geschwindigkeiten kaum zu bewegen ist. Also mit niedriger Geschwindigkeit zu rangieren ist ziemlich schwierig bis zu unmöglich. Ich finde, hier wäre eine etwas feinfühligere Ansteuerung wünschenswert. Und der kleine Kritikpunkt, dass die Leuchten nur leuchten, wenn man auch entsprechend Gas gibt, ist bauartbedingt bei den meisten Analog-Loks so, geht theoretisch auch anders, habe ich auch schon anders gesehen, ist aber wie gesagt meistens so. Daher von mir gibt es eine Kaufempfehlung, wer ein Set in Spur N sucht, ist hier definitiv ganz gut beraten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, ansonsten würde ich mich über einen Daumen und ein Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.